Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Gibt noch mal ein, zwei kleine Berichtigungen der Schiedsrichterin. Und dann kann es auch gleich losgehen. 20. Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga live aus der Hensch-Arena in Meppen. SV Meppen gegen den SC Sand. Wie gesagt, das Spiel hier durchaus mit Aufstiegsimplikationen. Beide Teams noch gut mit dabei im Aufstiegsrennen. So, vielleicht geht ja jetzt mal was über die linke Seite. Selma Lissina, die den Ball da verlängert hat. Ja, vertändeln sich da so ein bisschen. Bekommen, und das ist ein Problem von beiden Teams hier in dieser Anfangsphase, bekommen den Ball dann nicht ganz unter Kontrolle. Und da ist das 1:0. Wo kam das denn jetzt her? 1:0 für die Frauen des SV Meppen. Über die linke Seite rübergespielt. Und dann, ja, landet der Ball da plötzlich als so eine Art Zufallsprodukt im Tor der Sanderinnen. So, nächster Angriff für die Meppnerinnen. Ja, Ball geht hoch rein und die nächste gute Möglichkeit. Knapp am Tor vorbei. Die jetzt aber wieder erstmal selbst die Möglichkeit haben. Und viele Spielerinnen von Sand stehen vorne mit drin. Schaffen es trotzdem fürs Erste zu klären, wenn auch nicht mit letzter Konsequenz. Schönes Ding hier von Noreen Günnewig. Und ich würde ja sagen, Meppen muss versuchen, diese Führung in die Pause zu retten. Momentan sieht es aber ehrlich gesagt nicht danach aus, dass Sand da nochmal besonders gefährlich werden kann. Gut aufgepasst von der Defensive. Langer Ball von Noemi Gentile, aber zumindest mal in Richtung des Tores. Gentile ohnehin eine der auffälligsten Spielerinnen beim SC Sand. So, nächste Möglichkeit für Meppen. Kadesler bringt den Ball in die Mitte. Knapp am Tor von Jule Baum vorbei, sonst hätte das 2:0 sein können. Nach guter Vorarbeit von Kadesler, die mir da auch sehr, sehr gut gefällt auf rechts außen. Vielleicht jetzt die Möglichkeit. Wieder am Tor vorbei. Was eine gute Chance für Sand. Auch wieder, ja, fast aus dem Nichts heraus. Starten damit recht viel Dampf rein. Bislang aber auch noch nichts Zählbares. So, dafür jetzt wieder die nächste Möglichkeit für Meppen. Ja, verschätzt sich da so ein bisschen. So, jetzt vielleicht die Möglichkeit für Sand hier auf den Ausgleich. Schafft es nicht stehen zu bleiben, schafft es nicht den Ball mitzunehmen. So, schön den Ball behauptet von Sand. Jetzt aber selber wieder gefährlich gemacht, die Situation. Meppen, schaffen sie es, den Ball abzulegen? Nein, Jule Baum dran. Ja,
So, vielleicht jetzt die Möglichkeit für Meppen, das Spiel hier zuzumachen. Nochmal rechts raus, jawohl. Und der Schuss, und da ist das 2:0. Julebaum zum zweiten Mal geschlagen. Und das dürfte es jetzt dann auch gewesen sein. 2:0 für die Gastgeberinnen, 2:0 für Meppen. Somit festigen sie diese Führung und festigen vor allem auch ihren Anspruch auf den ersten Tabellenplatz, den sie ja immer noch haben. Somit auch hier keine großartige Chance mehr. Dafür jetzt Meppen wieder auf dem Weg nach vorne in Richtung 3:0. Abschießen, jawohl, fast das 3:0. Die Latte rettet Sand da so ein bisschen. So, damit, wie gesagt, Jena auf Platz 2. Das war's. Das 3:0 markiert den Endstand. Die Meppnerinnen den endgültigen Treffer sozusagen erzielen. Ja, auch hier jetzt nicht mehr die Möglichkeit. Aber jetzt schafft sie es dann doch selbst, sich da nochmal wieder alleinig an die Spitze zu spielen. Auch Eigengewächs. Mit 21 Bundesligaspielen. Und das war's dann aber auch wirklich. 3:0 gewinnt der SV Meppen gegen die Frauen vom SC Sand. Zum letzten Video geht es hier entlang. Hier findet ihr eine Playlist mit allen Highlights der zweiten Frauenbundesliga. Und hier könnt ihr ganz einfach den Kanal abonnieren, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen.